Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde der Elektro-Talk. Hier haben wir einmal im Monat die Möglichkeit, quasi als Begleitprogramm über die Inhalte der Ausstellung Elektro von Kraftwerk bis Techno noch ein bisschen weiter nachzudenken, zu diskutieren. Die Ausstellung findet seit Dezember im Kunstpalast in Düsseldorf statt. Ich war selbst auch schon dort, kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, da nur hinzugehen. Auch wenn ich gehört habe, dass es sehr gefragt ist und man sich ein Ticket buchen muss, aber es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Mein Name ist Laura Aha, ich bin Musikjournalistin und lebe in Berlin und ich freue mich total, dass ihr euch dazu geschaltet habt, vielleicht sogar schon zum zweiten Mal dabei seid. Wir hatten ja schon mal eine Runde, da durfte ich mit Dr. Anna Schirmer über Eklats in der neuen Musik und die Entwicklung der elektronischen Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Kann man auch noch nachgucken hier auf dem YouTube-Channel des Kunstpalasts, falls euch das interessiert, ist es da als Aufzeichnung noch gespeichert und dort gibt es auch eine Playlist zu dieser Talkreihe. Ist auch ganz interessant, das hat den Hintergrund, dass wir hier leider keine Videos einblenden dürfen, aber alles, was wir hier diesen Talks besprechen, ist eben in dieser Playlist zu finden und auch noch ein bisschen was darüber hinaus, also es lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuschauen. Ich verstehe das so ein bisschen wie so Fußnoten zu unserem Gespräch. Alle Infos zu den kommenden Talks und GästInnen und Themen gibt es auf der Homepage des Kunstpalasts und jetzt noch ein kleiner organisatorischer Hinweis, bevor es losgeht, noch ein letzter. Ihr dürft sehr gerne mitdiskutieren und eure Fragen an unsere Expertin stellen. Dazu könnt ihr die Fragen einfach in den Chat unter das YouTube-Fenster schreiben. Mein lieber Kollege wird mir die dann weiterleiten. Und ihr könnt die Fragen auch sehr gerne schon zwischendurch stellen. Wir haben zwar so eine kleine Zeitverzögerung zwischen Zoom und YouTube, aber ich versuche so schnell wie möglich darauf zu reagieren und dann hoffentlich eben auch alle eure Fragen zu beantworten. So, jetzt komme ich aber endlich zu meiner heutigen Gästin. Dr. Melanie Schiller ist heute zugeschaltet aus Groningen, wo sie als Assistant Professor of Media Studies und Popular Music an der Universität in Groningen arbeitet. Ihre Forschungsschwerpunkte sind populäre Musik und Politik, nationale Identität und Nationalismus. Melanie Schiller hat an der Universität in Amsterdam promoviert mit einer Arbeit, die den Titel trägt Soundtracking Germany, 70 Years of Imagining the Nation from Schlager to Techno. Und über diese Arbeit werden wir in der nächsten Stunde auf jeden Fall noch ausführlicher sprechen, denn der heutige Talk steht unter der Fragestellung, wie klingt sie eigentlich, die Bundesrepublik? Elektronische Musik und nationale Identität. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Hallo, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr schön, genau. Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen über dein Buch sprechen. Das ist ja auch 2018 rausgekommen, wo es eben um populäre Musik in Deutschland und nationale Identität geht. Es ist eine ziemlich umfangreiche wissenschaftliche Arbeit, die sich eben mit dem Verhältnis, dem ja auch schwierigen Verhältnis von deutscher Popmusik und der Herausbildung einer sogenannten deutschen Identität nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Und was mich immer so ganz am Anfang interessiert, wenn Leute sich hinsetzen und eben ein 300-seitiges Buch über so ein Thema schreiben, was war denn deine Ausgangsbeobachtung? Also wie bist du dazu gekommen, dich diesem Thema anzunähern? Gab es da irgendwie so eine Art Schlüsselmoment, der dich so interessiert hat, dass du beschlossen hast, darüber jetzt zu forschen? Ja, den gab es. Und zwar habe ich in Amsterdam studiert und damit 2006 die Weltmeisterschaft in Deutschland verpasst, weil ich da zufällig gerade zu dem Zeitpunkt in Amsterdam meine Masterarbeit geschrieben habe zum Thema deutsche Musik und Identität und habe gemerkt, naja, in Deutschland ist jetzt was los, da ändert sich was, da hängen jetzt die Flaggen aus den Fenstern und man schämt sich nicht mehr. Und dann gab es gleichzeitig natürlich noch die Quotendiskussion damals, wie viel deutsche Musik soll im Radio gespielt werden und sowas. Und das fand ich so ein spannendes Thema, dass ich nach meiner Masterarbeit dann dachte, da steckt noch mehr hinter. Da möchte ich gerne noch mehr drüber wissen, über die Geschichte. Wo kommt das denn her? Wie hat sich das entwickelt? Weil damals die Masterarbeit war nur zum Thema ja, Mitte der 2000er so ungefähr. Und ich wollte gerne wissen, was hat das so für einen Hintergrund? Wie hat sich deutsche Identität in der Musik im Laufe der Nachkriegsgeschichte quasi entwickelt? Ja, total spannend. Vielleicht können wir da, weil du ja auch natürlich Wissenschaftlerin bist, sagen wir mal ganz klassisch anfangen mit einer Begriffsklärung eigentlich. Also ab wann würdest du sagen, können wir denn überhaupt von so einer Art deutschen Popmusikkultur sprechen? Also wenn du diesen Begriff deutsche Popmusik verwendest, was verstehst du darunter? Ja, das ist schon mal eine komplizierte Frage, da hast du recht. Allein schon Pop ist schwierig eigentlich. Ne? Was meinen wir damit eigentlich? Was ist populär? Ist das was viel verkauft? Ab wann zählt es dann als populär? Oder wenn etwas nur in bestimmten Kreisen populär ist, Subkultur zum Beispiel, oder muss es
klingen wie Pop. Auch wenn es nicht viel verkauft, ist es dann Pop. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, überhaupt populär eine Popmusik zu verstehen. Und für mich ist quasi alles davon Popmusik. Also ich habe einen sehr inklusiven Begriff von Popmusik. Alles ist für mich Popmusik und Popmusikkultur. Die Frage nach dem Deutsch steht natürlich zentral in der ganzen Arbeit. Da wird es noch ein bisschen komplizierter, aber ich finde, wenn wir über nationale Identität nachdenken, müssen wir kurz einmal besprechen, was heißt das denn oder wie kann man denn darüber nachdenken eigentlich? Und ich fand für meine Arbeit besonders drei Ansätze sehr hilfreich, das ein bisschen besser zu verstehen, wie Musik und nationale Identität miteinander zusammenhängen. Und die würde ich gerne einmal kurz vorstellen, damit wir da ein bisschen sehen, wie sich das so durch die verschiedenen Beispiele vielleicht zieht und durch die Geschichte, die wir besprechen wollen. Den ersten fand ich, das ist der Politikwissenschaftler Benedict Anderson, der vielleicht bei den einen oder anderen bekannt sein könnte. Der hat ein berühmtes Buch geschrieben, das heißt die vorgestellte Gemeinschaft. Der meint, dass die Nation sowieso kein natürliches, gewachsenes Ding ist, sondern etwas, was wir uns gemeinsam vorstellen. Und damit meint er nicht, die Nation gibt es nicht oder die ist nur irgendwas in unseren Köpfen oder so, sondern natürlich ist die sehr real. Aber die funktioniert nur, wenn wir uns zum Beispiel als Deutsche alle vornehmen, gemeinsam sozusagen als Nation funktionieren zu wollen. Und die ist vorgestellt, weil wir persönlich nie alle anderen 80 Millionen Deutschen treffen werden. Wir werden einen ganz kleinen Teil davon nur treffen. Trotzdem fühlen wir uns verbunden mit den anderen. Also in dem Sinne sagt er, es ist eine vorgestellte Gemeinschaft. Und der zweite Ansatz ist ein philosophischer von dem postkolonialen Theoretiker Etienne Balibar. Der sagt, dass die Nation nicht nur eine vorgestellte Gemeinschaft ist, sondern immer auch basiert auf, was er nennt, retrospektive Illusionen. Also das, wie wir quasi unsere Geschichten konstruieren, unsere gemeinsame Entwicklung. Also wir haben etwas gemeinsam, was wir teilen in der Geschichte, das uns zusammenhält. Und diese retrospektive Illusion ist auch immer ein Vergessen. Es geht nicht nur darum, was erinnern wir uns in der Geschichte, sondern vor allem auch, was erinnern wir uns nicht, was vergessen wir. Vielleicht explizit, vielleicht impliziert. Manche Sachen möchte man vielleicht lieber nicht mehr drüber nachdenken. Aber das ist so, was er nennt, die retrospektive Illusion, dass wir so im Nachhinein uns eine Geschichte quasi ausdenken über uns als Nation. Und der letzte Ansatz, den ich hilfreich finde und der mir sehr geholfen hat im Verständnis von nationaler Identität und Popmusik, ist vom Theoretiker Homi Bhabha, der sagt, Nation funktioniert als Narrativ. Das hat schon so ein bisschen durchgeschieden in dem, was ich gerade sagte. Also die Geschichten, die wir uns erzählen. Was bedeutet es, deutsch zu sein? Wo kommen wir her? Was teilen wir quasi? Was haben wir gemeinsam? Und inwiefern sind wir anders als andere? Und das ist etwas, was sich ständig entwickelt. Also welche Geschichte haben wir? Welche? Was wird erinnert? Was wird vergessen? Und wer wird quasi mit eingebaut in unsere Narrative? Und wer wird ausgeschlossen? Und da ist interessant, und da spielt Musik auch eine Rolle, weil diese Geschichten, die werden natürlich nicht nur in der Politik erzählt und in Parlamenten oder sowas, sondern das sind kulturelle Erzählungen, die wir erzählen. Also zum Beispiel in Filmen, in Kulturbüchern und auch Musik. Und Musik hat immer eine wichtige Rolle gespielt im Denken von Nationen, in diesen nationalen Narrativen. Also das fand ich sehr hilfreich, darüber nachzudenken. Aber wenn wir uns überlegen, was ist jetzt das Deutsche an der deutschen Musik? Und was hat das mit diesen Geschichten zu tun und den Erinnerungen, dem Vergessen und dem Erzählen? Dann können wir uns natürlich schon vorstellen, dass es für die deutsche nationale Identität kompliziert ist. Vor allem, wenn wir uns überlegen, was diese retrospektiven Illusionen sind, weil wir die gemeinsame Geschichte ist kompliziert. Es gibt viele Herausforderungen, speziell für die deutsche Geschichte, wenn auch für alle anderen Nationen auch. Aber insbesondere, wir reden heute über Deutschland. Und naja, zum Beispiel natürlich das Trauma des Zweiten Weltkrieges, die Schuld, generell der Holocaust, der Umgang damit, anschließend Vertreibung, 12, 14 Millionen Menschen, die plötzlich ihr neues Zuhause suchen müssen. Also da hat sich viel getan. Dann der Wiederaufbau, Vergangenheitsbewältigung, Erinnerungskultur und dann die Trennung. Dann waren es plötzlich zwei Deutschlands, die sich gegenseitig gegeneinander identifizieren, also jeweils sagen, wir sind anders als die anderen. Also diese Geschichten sind sehr kompliziert und in 89, 90 dann plötzlich
mussten neue Narrative wieder her, dass wir gemeinsam jetzt wieder eine Nation sind. Also es gab viele Transformationen in den nur letzten Jahren, natürlich noch länger in der Geschichte. Und Musik hat in all diesen Momenten eine wichtige Rolle gespielt. Und das fand ich sehr faszinierend. Ja, absolut. Ich finde auch gut den Hinweis nochmal auf Geschichtenschreibung. Es gibt ja eben nicht die eine Geschichte und dieser Zusammenhang zwischen Narrativen und Geschichtsschreibung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Was ich an deiner Arbeit total spannend fand, war, dass du diese Suche nach dieser vermeintlichen deutschen Nationalität in der Nachkriegspopmusik ja auch selber erzählst anhand von 5 Songs. Also du nimmst dir quasi 5 Songs raus, das ist deine Methodologie. Das erste ist ein Karnevalsschlager namens Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Der zweite ist ein Beatsong von The Lords. Und dann gibt es 3 Songs, die so quasi ja im weitesten Sinne Songs, elektronische Songs sind aus der elektronischen Musik, nämlich Autobahn von Kraftwerk, Der Mussolini von Duff und Wir sind wir von Carl van Dijk und Peter Heppner. Und das sind so die 3, an denen würde ich mich jetzt ganz gerne, weil wir ja eben bei Elektro auch vor allen Dingen über elektronische Musik sprechen, mich so ein bisschen gerne dran entlanghangeln, auch zeitlich, weil ich finde das auch deine Beobachtung dazu einfach sehr spannend. Also es geht ein bisschen los in den 70ern mit Krautrock, was ja im Namen des Genres an sich schon irgendwie so ein bisschen so ein gewisses Deutschsein verhandelt, vielleicht auch ironisiert, je nachdem, wie man es lesen will. Vielleicht kannst du das für uns kurz mal einordnen, was genau war Krautrock und welche Rolle spielte das bei der Entwicklung einer eigenständigen deutschen Popmusik? Ja. Du hast die 60er einmal kurz erwähnt, da war Beatmusik so das große Ding und das war vor allem, wogegen sich Krautrock absetzen wollte. Also Krautrock an sich als Genre ist ein bisschen umstritten, wie auch viele Genres eigentlich. Nicht alle, die so zum Krautrock gezählt werden möchten, gerne Krautrock genannt werden. Aber gemeinsam gab es trotzdem eine Idee von, es ist Zeit für uns, eine Musik zu finden, in der wir uns in unserer eigenen musikalischen Sprache ausdrücken können, in der wir nicht mehr so tun, als wären wir Engländer oder Amerikaner, in der wir auf Englisch, manchmal gebrochen, eher singen oder in der wir sie tun, als wären wir jemand, der wir nicht wirklich sind, sondern wir möchten eine musikalische Sprache finden, die zu uns passt, die unsere Erfahrungen quasi repräsentiert, in der wir neue Strukturen finden können, die jenseits vom Schlager sind, den es schon gab natürlich, und dem angloamerikanischen Einfluss der Popmusik. Und das war so ein bisschen das Hauptding, dass man versucht hat, eine musikalische nationale Identität auszudrücken mit einer neuen Form. Weil es gab so ein bisschen das Gefühl, dass man in einer Art von Vakuum lebt, dass so nach der Nazi-Zeit quasi alles zerstört war. Es gab keine Kultur mehr, es gab keine eigene Musik. Man musste sich quasi neu erfinden in dem Moment. Und man musste eine Sprache finden, die repräsentiert, wie man sich in dem Moment fühlte. Das war so ein bisschen, worum es den Krautrockern ging. Also so eine Art Neuerfindung, Befreiung, neue Strukturen, neue Möglichkeiten. Und da war natürlich, dass die Synthesizer gerade zu der Zeit auch, weiter verbreitet wurden, wenn auch immer noch sehr teuer. Hat das gut gepasst, dass man da experimentieren konnte mit Instrumenten, die keine lange Geschichte hatten, die auch so eine Art Neustart waren eigentlich. Da konnte man dann wirklich experimentieren, neue Formen finden und neue Wege quasi, um sich musikalisch auszudrücken. Ja, ich finde dieses angesprochene Vakuum, ist ja auch, das zitierst du ja in deinem Buch, auch Ralf Hütter selber, der sagt, dass es eigentlich keine deutsche Kultur gab, keine deutsche Musik. Und er spricht aber auch so davon, dass Deutschland auch so kolonisiert war von Amerika. Also das ist ja vielleicht auch ein bisschen zu problematisieren, dieser Ausdruck, weil es nicht, ob wir jetzt so weit gehen wollen, darüber zu diskutieren. Trotzdem ist ja aber dann bei diesen Krautrock-Bands ja auffällig, dass sie ja trotzdem nicht auf Deutsch singen. Also sie haben ja trotzdem irgendwie so englische Bandnamen oder vielleicht auch so ein bisschen so Fantasienamen, singen auf irgendwie so einer Fantasie-Kauderwelsch-Sprache zum Teil auch. Was kann man denn dann trotzdem sagen, war jetzt das spezifisch Deutsche daran? Da gibt es unterschiedliche Antworten, weil auch die Bands unterschiedlich klingen. Also es ist nicht alles eine sehr diverse Szene mit auch unterschiedlichen Ideen eigentlich. Aber allgemein würde ich sagen, dass das Wichtigste der Kontext war, also das Anliegen, der Grund, warum machen wir Musik, warum versuchen wir jetzt diese neuen Formen zu finden. Und für manche Bands war das ein bisschen mehr, kosmische Musik. Also wir flüchten uns quasi ins Weltall und
so eine Art Eskapismus, irgendwie anders weg hier, was anderes, Neues, neue Räume entdecken. Und für andere war das mehr konkret, wir kommen später noch zu Kraftwerk, aber da war es dann etwas mehr, naja, wir müssten unsere konkreten Erfahrungen musikalisch ausdrücken. Und da war Sprache eigentlich noch gar nicht so wichtig in dem Moment, sondern da ging es um musikalische Strukturen vor allem. Und die waren neue Erfindung, anderes, Neues. Und für internationales Publikum vor allem, insbesondere England, wo dann auch der Begriff Krautrock eigentlich erst erfunden wurde, war das was Neues, was anderes, was Spannendes, was Exotisches auch von den ehemaligen Feinden, die natürlich im Zweiten Weltkrieg war natürlich Deutschland die anderen, das Gegenüber, gegen die man gekämpft hat. Und jetzt hatten die diese komische, neue, spannende Musik, die ganz anders war als woanders. Und das hat sehr stark funktioniert für die, die auch ein paar Klischees erfüllt haben, die exotisch war. Und das hat international dann vor allem Anklang gefunden, während es eigentlich in Deutschland selber ein relativ kleines Genre geblieben ist zu der Zeit. Ja, es ist interessant, dieses ganze Thema Sprache ist ja aber eigentlich auch eins, was sich ja eigentlich auch bis heute noch so ein bisschen durchzieht. Also wenn man jetzt so darüber nachdenkt, so dieses Deutschpoeten-Stigma, was da irgendwie von Jan Böhmermann vor ein paar Jahren aufgebracht wurde. Also warum tut sich Deutschland so schwer, oder warum tun wir uns so schwer mit Popmusik auf Deutsch? Woher kommt dieses Missverhältnis zwischen deutscher Sprache und Popmusik? Ich glaube, es ist mehr als nur die Sprache. Erstens hat natürlich, also heißt Sprache auch ein bisschen deutsche Geschichte. Allein schon auf Deutsch zu singen, damit verbindet man einen bestimmten Ausdruck, dann ist es sozusagen ein Statement, weil es Pop ist und Pop ist an sich nicht deutsch. Es ist keine deutsche Erfindung, sondern der ist oft international importiert oder Pop ist immer ein transnationales Phänomen, das heißt, ist an sich nicht national, das heißt, man hat immer internationalen Austausch und wenn man den dann Deutsch macht durch deutsche Sprache, hat man sowohl mit der deutschen Identitätsfrage zu kämpfen, als auch mit der Frage, kann Pop deutsch sein? Ist es dann nicht immer ein Kopieren, etwas übernehmen von woanders her und dann so tun, als wäre es das eigene? Und das Dritte ist, da gibt es viele Musiker, die darüber gesprochen haben, die sagen, naja, die deutsche Sprache an sich ist halt ein Problem. Die ist nicht so poetisch oder zumindest passt die nicht so gut mit Popmusikstilen. Da muss man dann anders denken, da muss man andere Strukturen in der Musik schaffen, damit das passt. Bin ich mir nicht so sicher und heute hören wir ja auch viele deutschsprachige Musik, die sehr gut funktioniert als Pop. Ja, absolut. Ja, und das ist jetzt vielleicht auch schon die Brücke gebaut zu Kraftwerk. Natürlich neue Strukturen finden, auch einen neuen Umgang finden mit deutscher Sprache, mit elektronischer Musik, mit deutschen Texten ist ja natürlich Kraftwerk so das Paradebeispiel und auch so die Pioniere, die das gemacht haben. Und du hast in deinem Buch, nimmst du dir Autobahn raus als Fallbeispiel, 1974 erschienen. Und du legst sozusagen die Geburt des Sounds der Bundesrepublik, die Stunde Null, eben auf diese lange, lange Form von Autobahn fest, sozusagen, also das Zuschlagen der Autotür, das Hupen und dann viermal dieses Schlüsselwort Autobahn. Warum hast du das ausgewählt und inwiefern markiert das für dich so einen Wendepunkt in der deutschsprachigen Popmusik? Für mich kommen Kraftwerk aus dieser Krautrock-Tradition, um es mal so zu nennen, oder Gemeinschaft, die gestartet sind mit der Idee, wir wollen einen deutschen Sound finden. Und das haben sie auch sehr explizit gemacht. Also sie haben gesagt, es gibt berühmte deutsche Regisseure, die machen den deutschen Film. Es gibt deutsche Künstler, die machen die deutsche Kunst und wir wollen die deutsche Musik machen. Also es ist eine Band, die das sehr explizit schon mal quasi sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und ganz besonders für Autobahn haben sie gesagt, das ist quasi der Song, der sich damit auseinandersetzt, wie die Bundesrepublik klingt. Ralf Hütter hat zum Beispiel gesagt, ich habe mir aufgeschrieben, in Autobahn ging es darum, unsere künstlerische Situation zu finden. Wo sind wir? Was ist der Sound der Deutschen Bundesrepublik? Dann war natürlich für mich die Frage, genau, wie klingt das denn und was passiert denn da genau? Und ich fand es ganz spannend, dass in der Tat, du hast es schon genannt, der Song ist insgesamt mehr als 20 Minuten lang. Es gibt auch eine kurze Radioversion, aber das Original sozusagen ist sehr lang. Startet halt mit diesem Stunde Null Moment. Jetzt geht's los. Wir fahren gemeinsam im Auto auf die Autobahn. Und ich finde das musikalisch sehr spannend, was da passiert. Nämlich
es wird so ein gemeinsamer Raum konstruiert durch die Musik. Wir sitzen gemeinsam in diesem Auto als diese imaginierte Gemeinschaft, die ich schon genannt hatte, und fahren auf dieser Autobahn, die natürlich auch sehr symbolträchtig ist, in Richtung Zukunft. Wir fahren zwar nach vorne und wir sehen zum Beispiel auf dem Cover auch, sind wir die Sonne und die Hügel und so den Weg vor uns, die Richtung, die strahlende Zukunft sozusagen. Aber was wir auch sehen, ist ein Rückspiegel auf dem Cover. Wir sehen gleichzeitig auch zurück. Wir finden auch eine Reflexion in dieser Musik, nämlich was liegt denn schon hinter uns? Was ist denn schon passiert? Was wollen wir uns erinnern und was wollen wir vielleicht auch vergessen? Wieder diese Idee der retrospektiven Illusion. Wenn man die Platte umdreht, dann sieht man hinten auch wieder den Weg, den wir schon hinter uns gelegt haben, und man sieht die Bandmitglieder selbst im Schwarz-Weiß auf dem Rücksitz. Also es ist wirklich dieses nach vorne schauen und nach hinten schauen, findet beides gleichzeitig statt. Und wo findet das statt? Das findet auf der Autobahn statt auch noch, die natürlich auch schon sehr behaftet ist mit Assoziationen und mit deutscher Geschichte. Ja, die Straßen des Führers quasi, wo das herkommt. Andererseits aber auch, es war ja nicht alles schlecht. Hitler hat ja immerhin die Autobahnen gemacht, ne? Und aber auch, dass nachdem der Krieg vorbei war, Deutschland natürlich dieses Straßennetz hatte und das musste eine neue Bedeutung bekommen, weil es war eben so stark assoziiert mit der Nazi-Propaganda und Hitler. Das musste man quasi eine neue Bedeutung geben. Und was wurde damit gemacht? Naja, es wurde jetzt so das moderne Deutschland, das nach vorne schaut, das technologische Deutschland. Und all das spielt bei Kraftwerk mit. All diese Assoziationen, das nach vorne schauen, das nach hinten schauen, musikalisch umgesetzt. Das fand ich sehr spannend, wie diese Reflexion und diese ständige Entwicklung quasi musikalisch verhandelt wird. Ja, dann das ist auf jeden Fall super interessant, das auch mal so genau sich anzugucken, hätte ich auch noch nie so drüber nachgedacht tatsächlich. Was ich aber auch irgendwie spannend finde, ist ja, dass der Kraftwerk auch international einfach sehr erfolgreich geworden sind, obwohl sie auf Deutsch gesungen haben, obwohl es ja eigentlich irgendwie nicht so üblich ist, dass man, wenn man auf Deutsch singt und diese Musik macht, dann auch international so erfolgreich wird. Und du schreibst, dass es auch ein Stück weit daran liegt, dass das Kraftwerk so als typisch deutsch dann sich so inszeniert haben, und dass du auch eben bei Krautrock schon ein bisschen über Klischees gesprochen. Ja, inwiefern, also stimmt das denn, was macht denn dieses vermeintlich typisch Deutsche an Ihnen aus, was vielleicht dann auch im Ausland so anschlussfähig war? Also ich glaube, das sind auch mindestens zwei Sachen. Kraftwerk selber haben sich sehr, sehr explizit als deutsch positioniert. Die haben öfters gesagt, wir sind deutsch, wir machen deutsche Musik, wir wollen einen deutschen Sound machen. Also das an sich quasi schon ist sehr eindeutig. Das wurde dann musikalisch natürlich auch umgesetzt, wie wir gerade schon besprochen haben, aber auch visuell, also wie sie sich selbst präsentiert haben in Interviews, was sie gesagt haben, wie sie über sich selbst gesprochen haben. Und das hat ganz viel mit diesen internationalen Stereotypen über Deutsche zu tun, nämlich wir sind die rationalen Wissenschaftler, wir sind die kalten, emotionslosen Roboter, wurden es dann später, wir sind die Maschinenmenschen, wir machen industrielle Volksmusik. Das sind alles Sachen, die quasi mit der Kälte, Abstand, Rationalität, die viel mit diesen internationalen Stereotypen, die Deutschen sozusagen auslösen, spielen. Und die haben das auch gesagt, dass sie das sehr explizit machen. Die sagen, naja, wir sind Deutsche und dann gibt es diese Assoziation, diese Erwartungen. Na, dann spielen wir das Spiel, dann geben wir den Leuten, was sie wollen. Und performen dann eben als die verrückten Wissenschaftler und als die verqueren Musiker und haben quasi den Leuten gegeben, was sie erwartet haben und was sie wollten. Und das hat international sehr gut funktioniert, hat aber auch bedeutet, dass dann halt viele Nazi-Assoziationen natürlich aufkamen, vor allem auch in Deutschland, weil dieses Maschinenhafte, dieses Kalte, dieses Roboterhafte, da musste man natürlich auch an die noch nicht so lange her Vergangenheit denken und überlegen, also der adrette Haarschnitt und die Krawatte und der Anzug und so weiter, das war natürlich nicht Rock'n'Roll in dem Sinne. Und dann hat man schon überlegt, naja, sind die jetzt Nazis oder nicht? Dann haben sie den Volksempfänger auf einer Platte drauf, dann spielen sie mit der Autobahn. Das sind alles so Sachen, wo es so Anspielungen gibt, da weiß man nicht, ist das jetzt ironisch oder ist es nicht ironisch? Meinen die das ernst oder versuchen sie sich da abzugrenzen? Also das war ganz, ganz explizit bei den im Programm sozusagen.
Ja, da hat man aber auch das Gefühl, so bei einigen Songs, die du in deinem Buch ansprichst, bei einigen KünstlerInnen aus Deutschland, ist das so. Also du sprichst ja im Buch zum Beispiel auch über Rammstein, bei denen das ja auch immer so dieses Spiel mit dieser sehr harten, diese Sprache und dieses übermäßige Betonen irgendwie auch karikieren, aber vielleicht auch nicht. So, also das scheint sich so ein bisschen so durchzuziehen und ist ja auch bei dem nächsten Song, über den wir so sprechen wollen, ja auch als Kritik immer wieder aufgekommen. Also eben der Mussolini von Duff. Von 1981, ja, war ja auf jeden Fall auch skandalös, irgendwie, dass man halt auch nicht so genau wusste, jetzt, also wie meinen die das eigentlich? Ja, vielleicht kannst du mal kurz einen Kontext geben zu diesem Song, warum du den ausgewählt hast und was du daran zeigst. Ja, also Krautrock vor allem war späte 60er, frühe 70er ungefähr und Duff kam dann Ende der 70er und Ende der 70er hat man sich dann gedacht, naja, diese ganze psychedelische, kosmische Musik, die ganzen Hippies mit ihren experimenteller Musik und so weiter, das war dann eher altmodisch, das war dann eher reaktionär in dem Moment schon, da wollte man sich dann wieder von abgrenzen. Also man wollte wieder nicht sein wie die Krautrocker. Gleichzeitig war, naja, frühe 80er, späte 70er in Deutschland eher Endzeitstimmung. Man muss denken an hohe Arbeitslosigkeit, man muss denken an die Umweltbewegungen zu der Zeit, Pessimismus allgemein, so ein bisschen Apokalypse eigentlich. Kalter Krieg natürlich, der NATO-Doppelbeschluss, solche Sachen, die RAF nicht zu vergessen. Das war so ein bisschen der kulturelle Kontext in dem Moment. Also viel für Hoffnung zu geben quasi lag nicht in der Luft, so, um es mal so zu sagen. Und dann war der frühe Punk oder die frühe Neue Deutsche Welle, zu der deutsch-amerikanische Freundschaft gehört, die haben sich also quasi absetzen wollen gegenüber den Krautrocker-Hippies. Andererseits aber auch irgendwie reagieren auf diese apokalyptischen Zeiten, in denen sie dann aufgewachsen sind und sich dazu verhalten müssen. Und aber auch noch viel expliziter, als das die Krautrocker wollen zum Beispiel, abgrenzen gegenüber der Nazi-Vergangenheit und das explizit machen, darüber sprechen wollen, Tabus brechen, provozieren und das explizit Thema machen in der Musik durch. In diesem Fall jetzt viel mehr Sprache, weil das meiste an Krautrock und auch Kraftwerk, vor allem am Anfang, war halt musikalisch irgendwie Verhandeln der Vergangenheit und der Nation. Da ging es nicht so sehr um Texte, da ging es viel weniger um die Sprache, sondern da ging es mehr um musikalische Symboliken. Und mit der frühen Neuen Deutschen Welle, zu der dann auch Duff gehörten, hat sich das geändert. Da kam so eine Veränderung in die deutsche Musik, was das anging. Und das fand ich sehr interessant, wie jetzt Sprache wieder oder wichtig wurde als neues Mittel, wie mit Ironie umgegangen wurde, wie mit Provokation umgegangen wurde. Und das, naja, Ironische oder Interessante ist, dass wieder der Moment war, jetzt wollen wir eine eigene Musik machen. Jetzt wollen wir weg vom Englischen, vom Amerikanischen, sondern wir wollen jetzt eine deutsche Musik machen. Nur war das jetzt Punk und nicht mehr experimentelle, psychedelische Musik. Also wieder geht es darum, die eigenen Lebenserfahrungen auszudrücken, den eigenen Kontext quasi musikalisch umzusetzen. Und damit auch sehr explizit wieder die Frage nach dem Deutschen. Wie gehen wir um mit der Vergangenheit? Wie verhalten wir uns dazu? Wie können wir das musikalisch ausdrücken und verhandeln? Es war wieder ein Bedürfnis nach neuen Narrativen, neuen Erzählungen über was es bedeutet, deutsch zu sein in dem Moment. Und in diesem Kontext kann und darf. Und haben das Lied der Mussolini gemacht, unter anderem. Und ja, das war ein Riesenskandal. Viel los da, was ist da passiert? Musikalisch kann man sagen, es klingt eigentlich ja so ein bisschen wie, naja, Befehle auf dem Dancefloor, wie man zu tanzen hat. Also eher so Hitler-Instruktionen, was zu tun ist und nicht wirklich freies Bewegen. Also es hat einen sehr autoritären Charakter quasi. Es werden einem hier Befehle zugeschrien. Es ist sehr wieder motorisch oder maschinell. Es geht eigentlich, es ist ein Marsch. Es geht sehr stark um Männlichkeit. Es geht sehr stark um den Ausdruck von Kraft. Es geht sehr stark um Uniformität. Wenn man sich das Cover anguckt oder allgemein, wie Duff aussah, ging es auch viel um Leder. Es geht viel um Hypermännlichkeit. Also viele Sachen, die auch ein Spiel mit Dominanz wieder bedeuten können oder mit Kontrolle zum Beispiel. Und auch da werden wieder Nazi-Assoziationen angespielt, aber auf eine andere Art und Weise, als das bei Kraftwerk war.
Was ich glaube, was DAF machen, ist vielmehr ein Queeren der deutschen Vergangenheit und der Nazi-Vergangenheit. Also eine Umdeutung oder ein Neuverhandeln von diesen sozusagen feststehenden Bedeutungen, ein Destabilisieren von nationaler Identität aus einer anderen Perspektive. Der Sänger zum Beispiel hat einen Migrationshintergrund. Der Vater ist aus Spanien geflüchtet und der Sänger kam mit 8 Jahren nach Deutschland und ist dann in armen Verhältnissen erstmal aufgelebt, hatte anderen kulturellen Hintergrund, also eine andere Perspektive quasi auf deutsche Sprache, Identität, Geschichte. Und all das spielt mit in der Mussolini. Das bringt vieles zusammen, dieses militaristische Marschieren, das Maschinenhafte im Rhythmischen, aber auch den Schweiß, das Männliche, die Befehle, das Tanzen, das kommt alles sozusagen zusammen auf eine ganz andere Art und Weise, als es noch bei Kraftwerk zum Beispiel der Fall war. Und da gab es viel Kritik. Du hast gesagt, es war Skandal, genau. Es wurde viel vorgeworfen. Es wurde gesagt, naja, das ist so eine Herrenmensch-Attitüde, die sie da transportieren würden. Ich habe hier ein paar Notizen. Was wurde noch gesagt? Es wäre KDF, also Kraft durch Freude Synthesizer-Pop, also quasi Nazi-Synthesizer-Pop. Die sehen aus wie Hitler-Jungs, wissen aber nicht, wer Hitler war. Also gab es ganz viele Assoziationen zu Hitler-Jugend und solche Sachen, weil sie eben mit diesem Image der Maskulinität und des Übermenschen sozusagen gespielt haben. Aber das war natürlich Absicht. Es war nicht nur zufällig so, sondern die wollten damit was verändern. Die wollten damit Tabus brechen und die wollten damit provozieren. Und bei denen spielt dann auch Sprache wieder eine andere und wichtige Rolle. Du hast das eben schon ein bisschen bei den Krautrockern angesprochen, da war das mehr musikalisch. Bei DAF ist Deutsch als Sprache ganz wichtig. Der Sänger hat zum Beispiel mal gesagt, er hat halt erst ab 8 Deutsch gelernt, hat eine andere Perspektive drauf und meinte, die Sprache ist so hart, die hat so was Besonderes, warum bringen die Leute das nicht in die Musik rein? Und dann wollte er eben besonders aggressive Musik machen mit deutscher Sprache, weil er dachte, das passt einfach so gut. Und dabei kam dann sowas raus wie der Mussolini eben. Und was war der Skandal an sich? Also nicht nur diese ganze Männlichkeit und das Leder und das Spiel mit der Dominanz und der Kontrolle und das Maschinenhafte und so weiter, sondern das Problem war, dass Hitler und Christus in einem Namen genannt werden, dass Mussolini genannt wird. Und darum ging es eigentlich vor allem. Das war das Problem. Aber was er damit erreichen wollte, war das Demystifizieren quasi von diesen, wie er das nennt, Vokabeln. Er meinte, naja, all diese Worte, die sind so tabu in Deutschland. Die können gar nicht gesagt werden. Da wird nicht drüber gesprochen. Und damit wird es gefährlich. Und er meinte dann, ich habe hier ein Zitat von ihm, das fand ich ganz spannend, nämlich, ich finde diese ganzen Vokabeln entmystifizierend, weil wir Wörter in einen Zusammenhang gebracht haben, die auf unterschiedliche Art und Weise heilig sind. Es ist ein respektloser Song. Es ist respektlos, Adolf Hitler und Jesus Christus in einem Atemzug zu nennen. Und das war natürlich das Hauptproblem. Aber er meinte, in Deutschland ist ein Wort wie Hitler oder Mussolini tabu. Das hat einen unheimlich gefährlichen Effekt für ganz junge Leute, weil das fast heilige Wörter sind, die so einen Mythos bekommen. Da haben wir wieder die retrospektive Illusion auch. Was sagt er dann? Was haben wir damit zu tun, dass Juden vergast worden sind? Was haben wir mit Hitler zu tun? Christus und Hitler sind harmlos, wenn man mit ihnen spielt. Nicht in ihrer historischen Bedeutung. Als Spielzeug sind sie harmlos. Und darum ging es eben, dass man quasi neue Bedeutungen diesen Vokabeln, wie er das nennt, zukommen lassen kann. Und das aus einer Perspektive, die nicht aus dem Zentrum der Gesellschaft kommt, wie die weißen, reich aufgewachsenen, wohl ausgebildeten Kraftwerk zum Beispiel, sondern mit einem anderen Dreh, eine neue Version von deutscher Identität, die da mitspielt. Ja, das finde ich auch total spannend daran. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, wenn man vielleicht auch sich so heute anguckt, was deutsche Identität wäre, wo das behandelt wird. So, weil eben halt auch genau diese Außenperspektive, die ja gerade Gabi Delgado dann mitbringt, indem er eben halt auch nicht hier geboren ist und die Sprache einfach als zweite oder dritte Sprache erlernt hat, so ist ja auch die Frage so, ist es vielleicht auch einfacher, von so einer Randperspektive, von einer Außenperspektive sozusagen Kritik zu üben, so, weißt du, wie ich meine? Also ist das nicht auch, also er hat ja auch im Prinzip nicht dieses ganze kulturelle, diese Last von diesem historischen Erbe so ein Stück weit, was ihn ja vielleicht auch ein bisschen freier agieren lässt, oder? Ja, einerseits absolut, stimme ich dir zu.
Andererseits ist man natürlich auch in einer schwächeren Position und hat eher weniger Stimmberechtigung quasi im allgemeinen Diskurs, ne? Also als Person mit Migrationshintergrund und als queer identifizierend ist man ja schon mal doppelt benachteiligt mindestens und zumal noch in den späten 70ern, 80ern und so weiter. Da ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung auch. Ja, ich stimme schon zu, dass man als Außenseiter da vielleicht sowieso einen anderen Blick drauf hat und mit der Sprache und Geschichte anders umgehen kann. Und vielleicht konnte er dann diese Sachen sagen wie, ja, Hitler ist harmlos, wenn man damit spielt. Ne? Aber andererseits sollte man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass diese queeren Positionen und Migrationspositionen und so weiter auch in der Popgeschichte oft eben ausgeschlossen werden von den nationalen Narrativen. Also man muss noch mehr kämpfen, dass man auch eine Stimme hatte, miterzählen, was denn die Nation ist und was wir Deutsche sind und wofür wir stehen. Ja, absolut. Es bringt mir auch wieder uns total gut zum nächsten Punkt, wo es eben auch darum geht, wer auch diese Geschichte dann auch wiederum weiterhin geschrieben hat. Weil natürlich, wenn wir jetzt über den Sound der Nachkriegszeit sprechen und den Sound der Wende, dann muss man natürlich auch über Techno sprechen, was ja dann eben ja auch so ein bisschen nachträglich vielleicht auch irgendwie so als der Sound der Wende ja oft bezeichnet wurde und sich gerne auch selber so bezeichnet. Was würdest du sagen, welche Funktion hat Techno für die Identitätsbildung im wiedervereinigten Deutschland gespielt? Eine ganz wichtige, in mehrfacher Hinsicht. Erstens gab es durch die Wende, also den Fall der Mauer und durch die vielen Freiräume, die dann quasi da waren, leere Fabriken und ehemalige Militärgebäude und so, da gab es halt ganz viel Platz, der auch kulturell gefüllt werden konnte. Und was da stattgefunden hat, war halt oft Techno. Und das bedeutete, Techno war zu dem Zeitpunkt natürlich eine neue Musik, also wieder eine Musik ohne Geschichte, ohne zu viel Identität, die damit schon verbunden war sozusagen. Und das bedeutete für die Jugend aus Ost und West, dass das ein toller Raum war, um sich zu treffen, sowohl symbolisch im Sinne von, wir kommen hier gemeinsam zusammen und feiern diese neue Musik, die noch keine Bedeutung hat, der wir jetzt gemeinsam Bedeutung geben. Und aber auch, dass eben physische Räume quasi stattfanden oder frei wurden, besetzt werden konnten. Und das hat sich ganz gut getroffen. Also Techno wurde dann so gesehen als der Raum, wo sich Ost und West verstehen konnten, weil es ein neuer Raum war, der noch keine Bedeutung hatte, wo man gemeinsam zusammenkommen konnte und wo man sich neu identifizieren konnte und wieder neue Geschichten schreiben konnte und neue nationale Narrative musikalisch ausdrücken konnte. Das war zumindest einer der Gründe. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass dadurch Techno oder in dem Zuge quasi Techno so ein bisschen eingedeutscht wurde. Also Techno wird oft als deutsches Genre bezeichnet, als ob es eine deutsche Erfindung wäre. Und das muss man natürlich kritisch sehen. Und das hat dann auch damals schon angefangen, dass man sagte, ja, jetzt haben wir endlich doch wieder einen deutschen Sound, endlich wieder keine afroamerikanischen oder angloamerikanischen Einflüsse, sondern ein deutsches Genre, weil das wird ja alles quasi von Kraftwerk schon vorhergenommen. Also Kraftwerk sind so die Proto-Techno-Erfinder und dadurch kann man sagen, in dieser Erzählung des Techno als deutsches Genre, dass Techno eine deutsche Erfindung ist, weil Kraftwerk damit angefangen haben. Das ist aber natürlich schwierig, weil Kraftwerk haben sicherlich einiges vorweggenommen und waren auch absolut innovativ in ihrer Zeit, keine Frage. Aber Techno ist auch in Detroit entstanden und Techno ist auch in Chicago entstanden. Techno ist auch vor allem in queeren Räumen entstanden, wo Menschen unterschiedlichster Herkunften dieses Genre gemeinsam erfunden haben. Und dann im Nachhinein zu sagen, naja, ist eigentlich aber ein deutsches Genre, weil Kraftwerk hat das ja alles vorweggenommen, löscht quasi wieder diese ganze Geschichte der Diversität, des Queeren, des Immigranten aus. Also es ist wieder dieses nationale Narrativ des Stolzes, Pioniere, aber dann wieder nur ein deutsches, ein weißes, ein sehr ausschließliches und exklusives
musikalisches Narrativ quasi. Und das muss man natürlich kritisch sehen. Da muss man schauen, wer wird denn da, wer hat keine Stimme, wer darf nicht miterzählen, wem werden keine Räume gegeben. Ja, absolut. Ich fand es auch ganz interessant, dass du das in deinem Buch als Displaced Patriotism bezeichnest, also so ein verdrängter Patriotismus, den man dann irgendwie so, also es scheint irgendwie so immer wieder so eine Suche nach dieser Wiedergutwerdung irgendwie zu geben oder dass man irgendwie denkt, wir brauchen jetzt doch mal irgendwas, worauf wir wieder stolz sein können, so in dem Sinne. Also dass das scheint da immer so ein bisschen so durchzuschimmern. Ich fand auch irgendwie, hast du auch Wolfgang Vogt zitiert von Compact, der ja dann irgendwie gesagt hat, we're bringing the German Forest into the Disco, also dass man irgendwie da auch so, ja, ist halt auch ein bisschen die Frage natürlich, ob das ein bewusster Vorgang ist, dass das dann irgendwie so abgelöst wurde oder ob das irgendwas Unbewusstes ist, kann man wahrscheinlich auch nicht beantworten. Und was ich spannend fand, du greifst in dem Buch eine Spielart raus von elektronischer Musik, die du als besonders weiß identifizierst, nämlich Trance. Und da kommst du auch, ja, also auch zu deinem Soundbeispiel, über das wir jetzt vielleicht nochmal kurz sprechen können. Wir sind wir von Paul van Dyk und Peter Heppner aus dem Jahr 2004. Und ich muss sagen, ich kannte das gar nicht. Also ich bin jetzt erst darauf aufmerksam geworden durch das Buch. Und es hat bei mir auch wieder so ein total ambivalentes Gefühl ausgelöst von so, meint ihr das ernst? Und das ist eine Ironie. Also irgendwie, vielleicht kannst du uns da mal kurz beschreiben, was dieser Song macht und vielleicht auch, warum er das macht. Ja, also der Song ist von, ich glaube, 2004. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen, weil das war nämlich genau diese Zeit, in der Diskussionen über Deutschquote zum Beispiel stattgefunden haben oder in der wieder so kurz vor der WM, die ich schon nannte, allgemein im deutschen Diskurs ein bisschen Fragen nach, ist es wieder okay, stolz zu sein, dass man deutsch ist? Mia hatten auch einen großen Hit mit Was es ist. Da ging es auch darum, wir betreten neue Spuren im weißen Sand, also wieder neue Identität, aber jetzt dürfen wir wieder stolz sein. Wir müssen uns nicht mehr schämen, es ist okay, deutsch zu sein, so, ne? Und in diesem Rahmen kam dann auch Wir sind wir raus. Und das hat einen zweiten Titel, das heißt Wir sind wir, ein Deutschlandlied. Und das bezieht sich natürlich auf die deutsche Nationalhymne und stellt sich wirklich eindeutig als deutsches Narrativ dar und sagt, wir erzählen jetzt hier eine deutsche Geschichte in Form eines Trans-Pop-Hits. Und was passiert? Wir sehen im Video eine Geschichte von, naja, erstmal Opfern nach dem Krieg. Also es fängt mit der Stunde Null an. Dann werden die Deutschen als Opfer dargestellt. Dann wird es eine Erfolgsgeschichte von dem, was man alles erreicht hat, wie man Deutschland wieder aufgebaut hat. Dann wird es eine Geschichte des Stolzes und auch wieder der Macht dem, was man wieder erreicht hat. Also es ist eine Erzählung der Wiederauferstehung eigentlich. Und es ist auch eine exklusiv weiße Erzählung wieder. Wir haben schon ein bisschen über die Migrationsperspektiven gesprochen. Es ist eine Erzählung des Wiederfindens und des Wiedererreichens quasi des alten Statuses oder eines neuen mächtigen Statuses zumindest. Was wir aber auch sehen, ist, dass trotzdem dieser Wiederaufbau stattfindet und diese Erfolgsgeschichte erzählt wird, trotzdem, auch wenn man gerne vergessen möchte, was denn da passiert ist, weil das Lied fängt erst nach dem Krieg an, der wird ausgespart. Zum Schluss sehen wir dann den Reichstag wieder schön aufgebaut, aber dann flackert noch mal kurz durch, dass der auch zerstört war. Und dann flackert noch mal kurz durch diese Erinnerungen an den Krieg, die wir eigentlich gerne vergessen wollten in unserer retrospektiven Illusion, die da präsentiert wird in Form eines Pop-Hits und Videos. Also der deutsche Pop wird trotzdem weiterhin verfolgt von diesem melancholischen Moment ist, wir würden eigentlich gerne vergessen und nicht mehr darüber reden, aber trotzdem kann man es nicht ganz aussparen. Irgendwie schwingt es doch immer so ein bisschen mit. Ja, es hat diese Nostalgie irgendwie auch so ein Stück weit, also ich weiß, ich hatte so ganz, ambivalente Gefühle irgendwie dazu, aber würdest du denn sagen, weil ich habe mir dann halt auch die Kommentare durchgelesen, die unter dem Video standen bei YouTube, und das war halt schon irgendwie auch krass, einfach so dieses, ja, jetzt dürfen wir auch mal wieder stolz sein und ist ja jetzt auch mal gut, so dieses Narrativ, was dann halt einfach in solchen natürlich Kommentarspalten auch immer irgendwie so vorherrscht. Ja. Es ist ja aber auch nicht ganz ungefährlich, dann jetzt einfach so einen Song zu veröffentlichen, weil der ja halt einfach eben auch von rechts vereinnahmt werden kann, also weil ich unterstelle jetzt nicht, dass das irgendwie ein Propagandasong für Deutschland sein soll, das ist ja schon, schwingt ja auch eine gewisse Kritik mit, die aber, also mir persönlich auch sehr subtil rüberkam irgendwie, wo man sich dann auch so ein bisschen fragt, so
ja, ist das nicht auch, also was will dieser Song eigentlich? Welche Kritik hast du wahrgenommen? Ja, das habe ich mich, also ich habe mich, das ist die Frage, ist da eine Kritik drin überhaupt? Also weil jetzt aus meiner jetzigen Perspektive eben, weil so dieses, naja, man sieht ja immer noch so diesen Bruch, so, aber es gibt eben diese Vergangenheit, wir können die jetzt halt irgendwie nicht, auch nicht ganz ausblenden, aber also ich habe eigentlich keine Kritik wahrgenommen, tatsächlich so, wollte aber wahrscheinlich gerne welche drin sehen, weil ich eigentlich glauben konnte, dass man das einfach so sagen kann. Also würdest du sagen, da steckt eigentlich keine Kritik drin? Also präsentiert wurde es wirklich auch als Song für die Deutschen, dass man jetzt wieder stolz sein kann. Dass es jetzt diesen Moment der Krise gab, dass es irgendwie wirtschaftlich nicht so gut ging in dem Moment und dass man jetzt mal gemeinsam wieder anpacken sollte und auch bei allem Gejammer nicht vergessen sollte, was wir schon alles erreicht haben, so ein bisschen. Es gab zu der Zeit auch noch Werbekampagnen, Du bist Deutschland, glaube ich, hieß es. Da ging es auch darum, so, ja, wir dürfen jetzt wieder, ist jetzt okay, ohne dass es jetzt, naja, es war keineswegs rechtsradikal, aber es ging halt immer um dieses, naja, Patriotismus im Pop ist jetzt wieder okay, so ein bisschen, ne? Also solange es nicht zu viel ist. Gab natürlich auch viel Kritik, zumal zu diesem Song auch, dass es dann Deutschtümelei war, dieses Flirten mit dem, wir dürfen wieder. Es ist wieder okay, stolz zu sein auf Deutschland und so. Großes Thema damals. Aber in dem Lied selber, ich persönlich habe keine Kritik gesehen und es wurde auch nicht so präsentiert, sondern es wurde präsentiert als, naja, wir wollten mal schauen, was denn so in der deutschen Geschichte passiert ist und worauf wir dann auch stolz sein könnten quasi. Und dann sehen wir all diese Momente, ja, wieder der Volkswagen, den wir von der Autobahn schon so ein bisschen kannten, ja, den langsamen Aufbau und wie es dann den Deutschen immer besser ging. Das Wunder von Bern natürlich wird gezeigt. Dafür wurde der Song, glaube ich, auch unter anderem gemacht. Also es sind Teile dieses Films oder der Dokumentation zu sehen. Also große Massen, die jubeln und sich gemeinsam freuen und das eben im Rahmen einer Nationalhymne im Pop. Also ich persönlich finde es eigentlich sehr schwer problematisch und finde, dass man da kritisch sein muss eben. Was für ein Narrativ ist es? Was wird hier vergessen? Was wird hier erzählt? Wer wird gezeigt? Wer hat eine Stimme in diesem Narrativ? Ja, generell absolut. Also das finde ich auch tatsächlich immer im Kontext, auch wenn man jetzt sich nochmal an die 90er und an diese ganze Techno-Geschichtsschreibung, die wir ja auch gerade schon kurz problematisiert haben, auch drüber nachdenkt, dann ist es halt eben so, jetzt sind wir wieder vereinigt und dann hier gemeinsam auf den Dancefloor und so, aber dass natürlich parallel auch einfach super viele Neonazi-Pogrome waren und irgendwie diese ganzen Anschläge in Rostock und wo auch immer. So, das findet da halt überhaupt nicht statt. Und da sieht man ja natürlich auch, dass diese ganze migrantische Perspektive, das ist halt einfach immer auch eine sehr, sehr weiße Geschichtsschreibung ist. Und deswegen wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage, vielleicht als kleiner Ausblick, jetzt ist ja dieser Song, der letzte, auch schon 18 Jahre alt, 17 Jahre, 18 Jahre alt. So, was würdest du denn sagen, wenn du so eine Einschätzung geben kannst, wo stehen wir denn da heute? Also wie klingt denn die Bundesrepublik in diesen Zeiten? Oder wer erzählt das jetzt sozusagen? Ich glaube, alle erzählen das. Ich glaube, sehr divers. Es gibt so, ich glaube, es ist nach wie vor oder wieder oder immer noch ein Riesenthema im Pop. Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven. Also es gibt relativ erfolgreichen Nazi-Rap zum Beispiel oder Künstler wie Chris Ares oder Max Damage oder Komplott, die machen expliziten Nazi-Rap und wollen damit erfolgreich sein und sagen, ja, AfD-nahe oder noch radikalere Positionen werden dann in einem Genre transportiert, das ja eigentlich an sich jetzt erstmal nicht assoziiert werden würde mit radikaler Nazi-Identität sozusagen. Aber da wird es verhandeln. Dann gibt es etwas, naja, zentriertere Positionen, die aber immer noch Richtung rechts neigen, würde ich sagen. Da muss ich denken an Xavier Naidoo zum Beispiel, der inzwischen also auch mit diesen Nazi-Rappern gemeinsame Sache macht. Andreas Gabalier kommt auch noch in den Sinn zum Beispiel, der zwar Österreicher ist, aber natürlich auch viel mit deutscher Identität spielt, im Sinne von, wir können uns gemeinsam identifizieren gegen die Elite da oben, die uns irgendwie nicht ernst nimmt als das Volk und da gute Identifikationspositionen für die Deutschen auch anbietet. Auch Freiwild zum Beispiel, sowas gibt es. Aber es gibt auch was in der Mitte, wie du hast Max Giesinger zum Beispiel schon kurz erwähnt. 80 Millionen ist noch nicht so lange her. Da ist so
keine Sprache mehr von Deutschtümelei. Da ist natürlich geworden, dass die Nation der Rahmen für das persönliche Glück ist, weil die Liebe ist eine von 80 Millionen. Also die kann man nur in Deutschland finden. Das ist so gar nicht mehr in Frage gestellt quasi, ne? Es ist völlig naturalisiert. Die Charts sind dominiert vom deutschsprachigen Pop. Da ist keine Diskussion mehr über Flirten mit Patriotismus, sondern das ist so im Normal angekommen quasi. Das ist keine Diskussion mehr. Aber natürlich gibt es auch die kritischen Positionen. Ich muss an Suki denken zum Beispiel oder queere oder migrantische, postmigrantische Stimmen, die zum Beispiel auch im Rap das verhandeln und da ganz andere Perspektiven haben. Oder wir reden über elektronische Musik vor allem, die bietet auch viele Möglichkeiten für zum Beispiel TranskünstlerInnen, die Identität neu verhandeln wollen und wieder mit der Formsprache experimentieren und vor allem dann auch in elektronischer Musik diese Räume finden, wo man alternative Identitäten transportieren kann und damit experimentieren kann und die auch andere Bilder von der deutschen Nation dann wieder mit sich bringen. Also ich würde sagen, das Thema spielt überall absolut noch eine große Rolle, quasi in allen Genres des Pop, nicht immer gleich zu jeder Zeit, aber verschwunden ist das Thema auf jeden Fall nicht. Ja, absolut. Ich würde jetzt mal kurz, weil wir jetzt so 10 Minuten vor Schluss sind, gerne an alle nochmal die Einladung, wenn es Fragen gibt, stellt die gerne, ich gebe die gerne weiter. Ansonsten hätte ich auch noch ein paar, aber ich würde natürlich auch die Möglichkeit geben, dass ihr gerne auch zu Wort kommen könnt. Zu dem Thema ist ja auch einfach ein sehr spannendes Thema. Aber wenn jetzt gerade noch nichts da ist, dann hätte ich noch eine Frage, was mir so ein bisschen bei der Lektüre deines Buchs auch aufgefallen ist. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, so das zu fragen, aber du hast ja alle Songs, die du ausgewählt hast oder an denen du dich entlanghangelst, sind ja eigentlich alle von Männern. Ja. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Welche Rolle spielen eigentlich Frauen in dieser ganzen Identitätsdebatte? Warum gibt's da, also wird es einfach nicht behandelt in Songs von Frauen? Oder also warum ist das so? Doch, natürlich wird es verhandelt und du hast absolut recht. Und das kann man dem Buch auch vorwerfen. Meine Auswahlkriterien war, dass es sich explizit mit der deutschen Nation auseinandersetzen muss, also als nationales Narrativ funktioniert, aber auch, dass es erfolgreich war, also Mainstream war, dass es keine Subkultur, keine kleine populären Phänomene sind, sondern wirklich breit erkannt und Mainstream ist und langfristigen Einfluss hatte und auch international wahrgenommen wurde, aber vor allem auch längerfristig Impact hatte sozusagen. Und da, glaube ich, liegt mir das Problem, dass die Frauen aus dieser Art der Popmusik eher ausgeschlossen werden, also weniger erfolgreich waren zu der Zeit und vielleicht auch immer noch erfolgreicher sind, weniger erfolgreich sind, schwierigere Positionen in der Musikindustrie haben, wahrgenommen zu werden, repräsentiert zu werden und sich eine eigene Stimme geben zu können. Es gibt natürlich mehr Möglichkeiten als früher und es gab auch immer schon weibliche Künstlerinnen, die erfolgreich waren. Aber ich habe keine oder sehr wenige gefunden, die explizit sich als nationale Narrative im Pop präsentiert haben, damit Mainstream erfolgreich waren und längerfristig Impact hatten, also an die man sich quasi erinnert. Aber ich hätte gerne ein zweites Buch geschrieben, das quasi die alternative Version darstellen würde. Zum Beispiel Rap ist auch viel zu kurz gekommen, im Buch wird nur kurz erwähnt. Da müsste eigentlich viel mehr drüber gesagt werden und über die weibliche Perspektiven, über queere Perspektiven. Es gibt so viel mehr, was darüber gesagt werden müsste. Also eigentlich möchte ich gerne ein zweites Buch schreiben irgendwann mal, wo dann die Alternativen vorgestellt werden. Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf Edition 2, hoffentlich auf das Follow-up. Würde mich auf jeden Fall auch mega interessieren, weil klar, natürlich tut sich da auch sehr viel und haben wir auch schon gemerkt, dass sich einfach die Person, die Positionen diversifizieren, was ja auch eine sehr, sehr gewinnbringende Veränderung für die Diskussion ist. Ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, dann sind wir eigentlich so ziemlich rund am Ende angekommen. Sei denn, du wolltest noch irgendwas hinzufügen. Nein, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank dir. Ich hätte noch einen sonst kleinen Programmhinweis für alle, die hier noch dran sind und zuschauen. Diesen Freitag läuft im Begleitprogramm der Ausstellung in Düsseldorf im Kino Black Box der Film Sisters with Transistors, weil wir ja gerade dabei waren, Frauen in der elektronischen Musikwelt. Da haben wir auch nochmal einen extra Talk drüber, aber eben darum geht es auch in diesem Film um Positionen von Frauen an den Transistors sozusagen. Also
passt vielleicht auch ganz gut jetzt hier zu unserer letzten Diskussion noch, wer sich das anschauen möchte. Ja, und der nächste Talk findet Ende März statt, müsste der 17. März sein, steht aber auch auf der Homepage. Da spreche ich dann mit dem Musikjournalisten und Autor Jens Balzer über High Energy und die elektronische Musik in den 80ern. Also wir arbeiten uns langsam vor sozusagen. Ja, dann vielen Dank dir, Melanie, für die spannenden Einblicke. Danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Danke dir. Tschüss.